Willkommen zum Tagessegen. Im Markus-Evangelium im dritten Kapitel heißt es im Vers 31, da kamen seine Mutter und seine Brüder, sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Warum haben die sich eigentlich nicht getraut, reinzugehen? Wollten die nicht auffallen? Wollten die sich nicht zeigen als die Angehörigen von diesem komischen Jesus? Ich weiß es nicht. Jedenfalls fällt es mir auf, dass sie draußen stehen bleiben und Jesus sollen nach draußen kommen. Menschlich ist es allemal. Und Jesus selber, er lässt sich davon aber nicht befehlen, sondern sagt dann drinnen, das wissen wir im weiteren Verlauf des Textes, wer ist eigentlich meine Mutter und wer sind meine Brüder, die den Willen Gottes tun und auch erfüllen wollen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht so draußen stehen bleiben, wenn Ihnen was wichtig ist. Dass Sie nicht sagen, mal gucken, sondern dass Sie durchaus auch der Sache einen Schritt näher treten. Gucken Sie mal auf Ihre Nachbarin und Ihren Nachbarn. Gehen Sie mal einen Schritt näher zu denen hin und sagen, mir ist was aufgefallen, es ist alles in Ordnung. Versuchen Sie, einen Schritt näher zu gehen, als Sie es sich eigentlich bis jetzt getraut haben. Einen Anruf mehr, einen Brief mehr, einen Schritt mehr auf den Nächsten zu und am Ende natürlich auch einen Schritt mehr auf Gott zu. Gott, ich möchte mal in dein Innerstes hineingehen. Ich sehne mich danach, nicht nur draußen stehen zu bleiben, sondern zu sagen, ich will ganz bei dir sein und von dir gesegnet werden. So segne sie Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.